Oder wenn sie mich reinlassen würden, auch ohne dass ich hier rumklettern müsste. Aber so wie sie stehen, denke ich mal nicht, dass die Gäste gewünscht haben. Ein bisschen erbärmlich, finde ich. Sehr erbärmlich. Aussichtspunkt erreicht. Ah, okay. Zeugenanzeige, ne, das kann ich ja noch nicht, ne? Sie werden beobachtet. Ach du Scheiße. Ey, komm, verpiss dich hier. Danke. Ich habe auch schon, ich sehe aber schon ziemlich cool aus, oder? Aber irgendwie ist mir Ezio doch ein bisschen besser, finde ich. Ich meine, Alter, hier hat man so kurz noch reingesehen. So halt, wie er als Assassine wieder alles neu, neue Fähigkeiten bekommt, etc. Oh, ich bin abgestürzt. Und bei Ezio hat man sein ganzes Leben über drei Teile miterlebt. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Okay, Revelations hat man ja auch was von Alter Ehe wieder auch herausgefunden, aber auch nicht wieder. War nicht von seiner Kindheit oder so. Nur eher dann mit dem Edenapfel die Schriftrollen. Waren das eigentlich Schriftrollen hier, diese Rollen da? Ich weiß es gar nicht, hier diese. Wie heißen die Dinger? Diese Paletten halt, die man da in Revelations immer gesammelt hat. Egal. Eins von neun Aussichtspunkte in Nobelviertel. Mhm. Okay, und da ist unser Büro. Da gehen wir auch mal als erstes hin. Denke ich mal, oder? Ja. Lieber erstmal Vorinformationen bekommen, als irgendwie andere Aufgaben zuerst machen. Zum Beispiel den Typen da jetzt erstmal belauschen oder was das war. Ach, die Dinger gibt's hier ja auch. Geil. Ach, stimmt ja. Die habe ich ja im Tutorial gemacht. Hier diese. Was sind das überhaupt? Können wir das mal einer mal sagen, was das eigentlich ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier diese Häuschen mit einer Gardine, sagen wir mal. Ich weiß es nicht, wie die heißen. Und wozu sie eigentlich gut sind, außer zum Tarnen. Und dann wohl noch ein paar Mönche. Oh. Aber auch auffälliger kann man es nicht machen hier mit den Assassinen-Büros, oder? Ich meine, so versteckt sind sie jetzt auch nicht. Man kann, jeder kann irgendwie rein hier. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich. Ich strecke mal kurz was und müde mich. Auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden bei der Moschee in diesem Viertel und im Osten vor der St. Anna-Kirche in der Nähe des Bab-Arihah-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Tja, danke. Okay, wir haben erstmal einen Ort, die Schlägerei, was das war. Gehen wir erstmal zur Schlägerei. Oder Befragung. Warum tut er das? Wow, eine Rosa-Flagge von 100. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Oh Gott, ey. Adlerauge. Das besteht ja auch schon immer noch. Immer noch. Ich hoffe es auch im dritten Teil, aber ich denke mal, das ist drinne. Obwohl, die haben ja gesagt, dass viele Dinge gestrichen wurden, ne?
Also Ubisoft hat ja bestätigt, dass ein paar Dinge rausgenommen wurden aus den anderen Teilen. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Nur mal gucken. Wir gehen erstmal auf dem Boden weiter. Toll, auf dem Boden sind ja immer noch diese Tussen. Alter, das ist ja echt besser, wenn man auf Dächer rumläuft. Ich flehe euch an. Ich bitte euch nur eine kleine. So, noch 50 Meter. Genau den Typen da, den aufspionieren sozusagen. Warnung, zu weit entfernt. Aha. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödie? Jetzt ist zu nah, aber. Vor einer ungewissen Zukunft. Ja, jetzt ist es zu nah. Toll. Ihr werdet belohnt werden. Jetzt okay. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ah, okay, alles klar. Talal also. Ja, werden wir erstmal hier, ne? Folgen. Wo der Typ wohl will. Jetzt geht er in seiner schönen Gasse, in ganz komischer Weise. Macht auf. Eigentlich bin ich ja immer da, ne? Also ist mein Hauptweg, in der Gasse zu gehen. Na komm her, Alter, Mann. Ich hoffe es mal nicht, weil. Anscheinend ist ja Alter eh nicht so gut in Zweikampf. Aber jetzt scheint es ja relativ gut zu gehen. Ja. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet sein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Bam. Okay. Retten wir einfach mal den Bürger hier. Der hat uns angezeigt. Aber vielleicht ist es ja wichtig. Vielleicht hat er irgendwie Informationen oder so. Ich meine, er blinkt. Das ist schon mal was. Wahrscheinlich eher nicht, aber okay. Alter, wie viele Wachen sind denn jetzt schon wieder hier? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich finde das ein bisschen schade oder traurig, dass bei Assassin's Creed, also den ersten Teil, sieht man das deutlich, dass immer alle warten müssen. Das ist der erste Punkt. Ist so. Alle Gegner warten regelrecht, bis sie an der Reihe sind. Das ist ein bisschen blöd. Und das zweite ist, dass man hier wirklich besonders auf Konterattacken angewiesen ist, muss man ja nicht unbedingt sein, aber wie die Musik einfach mal lauter ist. Von Teile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Okay. Ach, jetzt können wir auch rüber, ne? Okay, dann benutzen wir halt diese Mönche. Was ich sagen wollte, ja, Kontermöglichkeiten. Ich glaube, so kommst du auch nur voran, um Gegner auszuschalten, also in größeren Mengen. So um die 6, 7. Dann ist es eigentlich möglich, keinen Schaden zu nehmen eigentlich. Ja, das finde ich eigentlich relativ schade. Das ist nicht... Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, dass es kein Skill ist, aber... Ich meine, ich hoffe mal, dass mit Assassin's Creed 3... Also ich habe ja schon einen Trailer gesehen, dass da ja auch wieder so das mit der inneren Reihe ist, aber... Ich hoffe mal, dass da auch noch mehr Möglichkeiten ist in Sachen Schaden und so. Also, ne,
nicht Kontermöglichkeiten, sondern halt, ne, um Gegner halt besser auszuschalten, sagen wir so. Gut, jetzt sind wir hier drüben und wir haben das hier irgendwie, oder? Bringt sein... Warte mal. Was hat denn er gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was? Ich glaube irgendwas im Bürgenviertel oder... Nobelviertel. Irgendwas hat er gesagt. Das ist unser Büro. Da sind wir. Aber er hat irgendwas von... Östlich erzählt, ne? Boah. Ich bin jetzt gerade... Alter, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat auf jeden Fall irgendwas Richtung westlich gesagt. Also weiß ich, glaube ich, noch. Aber so weiß ich doch gar nicht mehr. Vor allem, es waren alles verschiedene Orte. Da hat irgendwas gesagt, ja, da am Westen, da noch irgendwas. Und da ganz hinten noch irgendwas. Ja, toll. Ich meine, das ist ja vielleicht einfacher, wenn man... Ich meine jetzt, die Sache wird halt vereinfacht, wenn das alles schon auf der Karte angezeigt wird. Ich bin ja eigentlich auch so der Typ, der das, die Aufgaben suchen muss, sozusagen. Aber man ist dann schon so gewöhnt daran, dass man die Aufgaben so gestellt bekommt und weiß, wo alles ist. Und das ist dann, naja, Gewohnheitssache, ne? Ich meine, manche spielen Dark Souls etc. und wissen genau, wissen halt genau, dass man bei den ersten Teilen hauptsächlich, also bei jedem Anfangsspiel, irgendwie von selbst angewiesen ist, sich Aufgaben zu stellen etc. Und jetzt bei den heutigen Spielen ist es ja ziemlich lame und mir kommt es auch so vor, dass es eigentlich schon Hauptsache, man verkauft halt viel, ne? Seid ihr bereit für eure Mission? Nein, noch nicht. Ich weiß noch zu wenig. Darin stimmen wir überein. Mhm. Toll. Ich hab doch keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Ich laufe einfach mal irgendwo hin. So, ein Aussichtspunkt wird ja wahrscheinlich irgendwo seine Richtigkeit haben. Hier der nächste, am besten hier nur noch 30 Meter entfernt oder so. Kauz. Will Kaul. Kauz. Kaulitz. Geht schnell. Nö. Ja, toll. Die Sichtweite ist ja nicht wirklich groß hier. Und ich meine, das Spiel ist doch 2009, ne? 2009 rausgekommen. Also jetzt sogar schon fast 3 Jahre alt. Ne, 2008 schon, ne? 2008. 2007, Konsole 2008, für PC. Ja, guck mal, für 4 Jahre ist die Grafik eigentlich noch ziemlich gut. Ich meine, klar, es gibt da Crysis und so. Aber die Deutschen, ne? Die Deutschen. Ich meine, man kann eigentlich relativ stolz sein, dass man in Deutschland hier so eine ziemlich geile Spieleentwickler haben. Einen geilen Spielentwickler, so. Denn ich glaube, 2 große AAA-Titel hat. Wie, wieso bin ich denn jetzt entdeckt? Also, Crysis auf jeden Fall und Far Cry, denke ich mal. Und ja. Toll, die Sackgasse, toll. Mein Gott, ey. Immer muss man auf mir losgehen. Noch Sackgasse.